Ja, hallo Party People, euer Mr. Vernie wieder hier. Und ja, mit Kolat, ne? Ich mach dort weiter, wo ich im letzten Part aufgehört habe. Und ich sehe dort wieder so einen, den Schatten, Alter. Komme ich hier überhaupt durch? Komme ich überhaupt hier durch? Das ist die Frage. Dann gehe ich hier nach hinten. Und dann kommt er wieder da. Alter. Oh shit, er ist rechts. Oh shit, ich muss laufen. Oh shit, ich brauche ein Lager. Ich brauche ein Lager. Ich will speichern. Ich will ins Bett gehen. Ich will schlafen. Ich will nicht mehr spielen. Fucking prick. Wahrscheinlich wird er von Licht angezogen. Aber er sieht mich. Hä? Oh! Okay. Ich weiß, er ist hinter mir. Leute. Ach, Homie! Ach! Da muss man einfach einen Weg nehmen. Irgendwie. Man hat nicht lang Zeit zum Überlegen. Und er ist wieder hier. You have to go faster. Yeah? I don't have a lot of time left. You have to hurry. Yeah? Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Okay. What? Lauf einfach, Kollege, lauf einfach. Oh shit. Was immer dieser orange Rauch auch zu bedeuten haben kann, ich will es nicht herausfinden. Wahrscheinlich falle ich jetzt gleich wieder durch den Erdboden. Nee. Wo ist das Sendeturm? Wo ist der Sendeturm? Ah, dort ist die Kapelle. Okay. I've got you. Ich gucke jetzt noch zuerst nur, was dort hinten ist. Oh fuck. Wird wieder ein bisschen dunkler. Und dort war noch ein oder Zettel. Aber ich war so im Stress wegen dem anderen Psycho, dass ich nicht wirklich genau mich umgesehen habe. Oh, nice. Und weil ich jetzt nicht springen kann, komme ich jetzt auch hier nicht mehr raus? Habe ich mich jetzt irgendwie so in eine Stelle rein... Bin ich hier in so eine Stelle reingefallen, wo jetzt überall Steine sind, ne? Ja, jetzt komme ich gar nicht mehr vom Fleck. Scheiße. Och, danke. Jetzt darf ich hier hinten wieder anfangen. Muss durch den Psycho laufen. Okay, Leute, ich bin wieder da.
Das scheint irgendwie. Dort, wo immer die Fußspuren sind, ist auch er. Logisch, ne? Aber zum Teil hat es schon bestehende Fußspuren. Und dort läuft er dann halt nochmal hin oder durch. Könnten auch mehrere sein. Ich laufe aber jetzt hier schön weit rundherum. Ich habe keine Angst vor dir, Kollege. Du bist so langsam. Natürlich kann es natürlich auch so sein. Ich guck nach ihm, lauf so weg von ihm und dann lauf ich rücklings in den anderen rein. Und dann habe ich den Salat. Das mit dem Speichern war auch ziemlich blöde. Blöder Bug. Also nicht wirklich ein Bug, aber es hieß ja, man kann Klippen entlang laufen und muss halt auch ein bisschen gucken. Jetzt wieder dadurch. Hier irgendwo ist ein Zettel. Wo ist der Zettel? Ah, jetzt habe ich ihn. Ich bin ein bisschen einen anderen Weg gelaufen. Und jetzt habe ich den Zettel. Und ich hoffe, es speichert hier. Ja, wird gespeichert. Cool. Sowjetische Forschungseinheit für Naturphänomene zur Anomalie H91 oder DH/91, egal. Die ersten Vorfälle ereigneten sich 1950 und 1953 in der Gegend von Igarka während der Bauarbeiten für die Polarkreiseisenbahn. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die Vorfälle für geheim gehalten. Alle Zeugen wurden wie angeordnet eliminiert. Am 17. Oktober 1950 trat laut Zeugenaussagen westlich von Igarka auf Höhe des Lagers 503 eine unbekannte Energie aus einer unbekannten Quelle aus und verursachte den unmittelbaren Tod von 42 Arbeitern. Die Leichen verdampften regelrecht und zurückliegen lediglich Schatten. So, die Zeugen. Alles geschah plötzlich und schnell. Der nächste Vorfall ereignete sich 3 Jahre später, am 14. März 1953. Damals waren in dem bereits genannten Lager 12 Personen von einem plötzlichen Erstarrungseffekt betroffen. Ihre Körper froren einfach ein. Bei der Untersuchung konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Leichen liegen bis heute intakt in Abteilung 12 des Forschungskomplexes in Seversk. Alright. Dort ist die Kapelle, dort ist das Signal. Und vorhin war ich, da ist der schiefe Baum. Ich war vorhin irgendwo dort. So geradeaus gesehen. Jetzt gehe ich hier wieder runter. Und nochmal über die Brücke und mit dem Spießrutenlauf hier. Welcher gleich aktiviert wird. You have to go faster. So, dort hinten muss irgendwas sein. Oder es wird einfach nur mit der Schönheit, oder ich meine mit der Aussicht, mit der Schönheit der Aussicht einfach getadelt, aber... Ah, vielleicht komme ich da hoch. Ne, ich probiere es nicht. Ist es mir nicht wert. Ist es mir nicht wert, ganz ehrlich. Vielleicht komme ich aber irgendwie so den Baumstamm hoch. Aber viel weiter auch nicht mehr, oder? Das, der Sendeturm wird ziemlich sicher hinter dem Berg dort sein. Hinter der Bergspitze. Deswegen sehe ich ihn jetzt noch nicht. Thank you.
nicht wirklich. Shit, what the fuck? What the fuck? Alter. Ich habe mich jetzt nur ein bisschen mehr aufgeregt als erschreckt, aber okay. Verdammter Spast. Ja, was? Darf ich wieder hier oben starten? Oh hell, ach. SOS, SOS. Ich versuche jetzt mal den Sendeturm anzupeilen. Also hier kommt... Okay, liebe Leute. Ich guck jetzt mal, ob ich hier hochkomme. Und wer mir... sei abgeschmiert. Einfach schön nach vorne, ne? Immer ein bisschen nach links und rechts gucken. Nicht, dass mir einer irgendwie ins Bild läuft. Oh fuck. Ich gehe da hoch. Ich gehe da hoch. Ich gehe dort hoch. Aua. Die Gänsehaut pur. Hier wäre sicher auch noch so ein Zettel gewesen. Hm? Dort ist was. Speichern. Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige Anna N. beschloss nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählt uns, ich bin unheilbar krank und ich habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb dem Ort ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler inhumane Experimente an Häftlinge durchgeführt haben sollen. Es gab eine spezielle Kammer, sie ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Sie wurden von Soldaten bewacht, aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machen und warum so wenige Leben zurückkehrten. Er sah mich mit schreckverzerrtem Gesicht an. Er sagte, Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere? Ich war dort. Ich stand am Rand der eingestürzten Universums. An der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund. Ein gigantisches Loch ohne Boden. Ein dunkler, höllischer Schacht. Und ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran. Und es begann langsam, sich in mir breit zu machen, die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn der Presse aushändigen. Alter, ich dachte schon, dort am rechten Bildschirmrand wäre jetzt so einer, aber das ist nur ein Baum. Ich sollte ihn der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken, doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen. Wir baten den Aufseher der Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, um einen Kommentar, Wladimir Kronski. Der Kommandant der Einheit bestätigte die geschilderten Vorfälle. Er teilte uns außerdem mit, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hätte, jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N.'s Mitarbeiterakte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 im Gefängnis Suchanowka, auch bekannt als Sonderprojekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen.
beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Holy Frank! Also ist hier auch noch irgendwo wahrscheinlich so eine Forschungseinrichtung. Ich glaube, ich folge jetzt mal so in die Richtung. Weil... da ich noch nicht war. Und ich weiß, dass links von mir die Kapelle ist. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt dort dran komme. Ich versuch's. Ich sehe zwar keinen, der irgendwie da rumläuft. Alter, das ist eh kein gutes Omen, wenn dort die Kapelle die ganze Zeit läutet. Ich gehe dort sicher nicht nochmal hin, um mich zu Tode schrecken zu lassen. Ah, sieh mal einer an. 58 Breitengrad Nord und 25 Breitengrad... Mal gucken, wo ich bin. Ost. Where are we at? Ah, ich kann natürlich auch zoomen, ne? Hä? Ah. Ah. Okay, jetzt kann ich eigentlich quasi suchen. 59 Breitengrad. Ich bin irgendwo hier unten. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre irgendwo dort oben. Oh, haben wir 59. Und 28, ne? 59 und 28. Das wäre hier. Ah, und wir werden die Briefe werden mir angezeigt. Hier war ich gerade, also. Und hier gab es auch noch nur zwei Briefe. Hier ist das Lager, hier ist das komische Dingens, wo explodiert. Bin hier hochgelaufen. Oh, man hätte alles wieder zurücklaufen können. Jetzt, wo ich die Karte ein bisschen besser verstehe, ne? Was war's? 25. 25. Ich brauche die genaue Position. 51. 51. 25. Das ist hier. Und ich bewege mich Richtung Kompass. Richtung C. Ach, wo ist hier Norden und wo ist hier Süden? Wartet mal. Finde ich gleich raus. Also wenn ich hier bin, hier ist eine Brücke und ich über die Brücke laufe, dann laufe ich jetzt eigentlich also wieder hier zurück. Ach, fuck this shit. Ich gehe jetzt einfach mal. Natürlich komme ich gar nicht weiter. Ah, aber maybe... maybe... 58 Nord, 34 Ost. Er ist sicher von dort oben gekommen. Und dort ist ein Brief. Ja, rüberjumpen kann ich eh nicht. Komme ich da vielleicht ein bisschen weiter runter, wenn ich den einen Balken nehme? Naja, das war's wohl. Hab's probiert. Also hinten ist eher eh nix. Und nochmal gucken. Nur kurz gucken. Wegen der Karte. Ah, ich bin bestimmt hier. Weiß ich genau. Ja, genau. Okay, ich bin... momentan bin ich hier.
Und die Brücke ist eigentlich im Arsch. Wohin laufe ich? Das ist jetzt Frage des Tages, Leute. Wohin laufe ich? Weil zum Sendeturm kommt man jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Weil der ist hier. Okay. Ich gehe nochmal zur Brücke vielleicht. Oder ich gehe jetzt... War das jetzt... Never mind. Ich laufe jetzt hier alles nach vorne. Und weiter vorne gab es ja noch so einen Hang oder einen Weg Richtung Kapelle. Ich nehme den Weg, weil der andere ja tödlich war. Irgendwie haben, glaube ich, auch die Glocke hat aufgehört zu läuten in der Kapelle. Der Baum dort, der sieht noch speziell aus. Vielleicht komme ich da drüber. Also bevor ich jetzt zur Kapelle gehe, checke ich doch nochmal die Brücke aus. Ja, ne? Da kommt... Let me in, and I'll see for myself. Ist hier jemand? Wahrscheinlich kann ich jetzt hier runterspringen. nee. Hab ich jetzt hier irgendwie nicht... Doch noch? Kann ich hier irgendwie nicht die Brücke umgehen? Ah, das gefällt mir gar nicht. Doch, doch, ich kann, ich kann. Sehr gut. Immer schön weit weg von der Kapelle laufen. Perfekt. Geil. Lol. Ah, hier ist noch ein Zettel. Oh, was war das jetzt für ein Eintrag? Berichte. We are sitting in room number 23, although sitting might not be the right. Haben wir schon gehört? I set out the moment I heard about the incident. We are sitting in room. Okay, keine Ahnung, jetzt habe ich den übersprungen, aber vielleicht finde ich den nächstes Mal. Wetten, ich hätte auch irgendwie durchkriechen können. Nee, wäre ich nicht so weit gekommen. Okay, gucken wir mal, was am Ende der Brücke hier ist. Hier käme ich bestimmt wieder zurück, irgendwie mal... Ah, perfekt. Hier wollte ich ja schon zu Anfang an hin. Jetzt können wir Hilfe holen, Leute. Das könnte eine Forschungsstation mal gewesen sein, ne?
What? Ich glaube, der tut mir nichts. Diese Gestalten tun mir nichts. Dort ist noch ein Brief. Ausschnitte aus Logbucheinträgen von Dr. Ivan Wansky. Wissen Sie, was wir tun sollten? Wir spielten Gott, Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Wir lösten psychische und physische Störungen aus, schufen einen Raum des Zerfalls. Die Subjekte vertrugen sich einmal, nicht einmal eine kleine Strahlungsdosis. Diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich wie besessen. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns, in Sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle, einer nach dem anderen. Manche erstarrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Ich erinnere mich auch einen, der mit verdrehten Gliedmaßen über den Boden schwebte und dann so über den Boden erstarrte. Es ist viel Zeit vergangen, aber das Ganze lässt mir noch immer keine Ruhe. Ich erinnere mich daran. Punkt. Ich sehe es jeden Abend vor meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Später teilten sie mir mit, dass die Antwort Nein ist. Aber ich bin der Meinung, dass eines der Subjekte vielleicht doch überlebt haben könnte. Hast du irgendeine Ahnung, was wir getan haben, lieber Anton? Alright, da komme ich dann auch gleich wieder raus von dem Komplex hier. Gucken wir mal. Oh. Alrighty denn, Leute. Was sich dort unten befindet und ob sich dort irgendwie ein Alien oder so herumtreibt, das seht ihr im nächsten Part von Kolat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe mich ein bisschen wieder gefürchtet. Jedenfalls lasst doch bitte ein Like hier, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt fresh, euer Mr. Verney.